Guten Tag, Bezirksamt Hamburg-Mitte, das Gesundheitsamt. Ich führe einmal eine Kontrolle durch im Rahmen der Eindämmungsverordnung. Perfekt. Haben Sie sich alle hier registriert mit den Kontaktdaten? Bei Friseuren gilt optional noch das 3G-Zugangsmodell. Das heißt, es dürfen sich nur geimpfte, genesene oder getestete Personen im Laden aufhalten. Eine digitale Nachverfolgung gibt es hier nicht. Die Kontaktdaten werden schriftlich erfasst. Name, okay. Adresse, alles klar. Ja, aber keine Uhrzeit, ne? Keine Uhrzeit. Wie sich herausstellt, haben die Anwesenden zwar ihre Namen eingetragen, Datum und Uhrzeit fehlen aber. Eine Nachverfolgung ist so nicht möglich. Doch das ist bei weitem nicht alles, was fehlt. Haben Sie auch einen Test dabei? Irgendwie Corona-Test? Genau. Impfnachweis, Genesenennachweis. Sie sind nicht geimpft. Okay. Auch kein Test. Kein Corona-Test. Okay. Der Betreiber wendet hier das 3G-Zugangsmodell an. Wir haben aber zwei Personen hier, die überhaupt keinen Testnachweis oder Impf- oder Genesenenstatusnachweis bei sich führen, sodass wir wirklich jetzt hier ein Infektionsrisiko haben. Deswegen merken Sie das auch schon so, dass wir ein bisschen Abstand natürlich nehmen, weil auch wir uns schützen müssen. Weil wir haben ja die Maskenpflicht und solange Sie nur die Haare schneiden und nicht den Bart, muss er die Maske tragen. Und wenn die zwei Herren hier sind, im Grunde genommen und begleiten, dann müssen Sie draußen warten, wenn Sie keinen Nachweis haben. Und zumal ist das Problem, wir haben immer noch das Abstandsgebot, 1,50 Meter. Das heißt, wenn die Herren da sitzen, ist es unvorteilhaft, wenn Sie da den Kunden platzieren. Hinzu kommt, dieser Mitarbeiter kann nicht nachweisen, dass er sich regelmäßig testen lässt. Zudem fehlt ein vorgeschriebenes Schutzkonzept für den Laden. Eindeutig zu viele Verstöße für den Mitarbeiter vom Gesundheitsamt. Was wir jetzt machen werden, ist tatsächlich für heute den Laden zu und folglich auch für die nächsten 14 Tage.